Die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz Barley besuchte die Jalsa Salama am Samstag. Dabei sah sie sich verschiedene Highlights der Jalsa an. Besonders das Motto der Jamaat, Liebe für alle, Hass für keinen, hat es ihr angetan. Also als Justizministerin ist ja Religionsfreiheit sozusagen in meinem Portfolio und in meiner Verantwortung ist auch, dass die Religionsfreiheit in Deutschland gewährleistet ist. Und in dem Zuge bin ich auch hier, um auch zu zeigen, dass der Islam natürlich auch zu Deutschland gehört und gerade die Ahmadiyya-Muslimgemeinde da eine große Bedeutung einnimmt, weil sie eben besonders offen ist, auch das Verhältnis von Männern und Frauen besonders gleichberechtigt sieht. Darüber habe ich mich hier informiert und ich habe natürlich eine Rede halten können, wo auch der Kalif anwesend war. Das war schon sehr beeindruckend. Diese ganz besondere Ehre, in der Gegenwart seiner Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, zu sprechen, erhielt die Justizministerin während der Session der Frauen. Er hat ein großes Charisma, eine große Ausstrahlung. Die Art, wie die Gemeindemitglieder über ihn sprechen, die spricht auch für sich. Ich glaube, die besondere Stärke der Ahmadiyya-Gemeinde ist, dass sie zugeht auf die Menschen. Ich habe mich hier mit vielen Männern und Frauen unterhalten, die gesagt haben, sie gehen raus, sie gehen auch dahin, wo große Vorbehalte sind gegenüber Muslimen und gehen in den Dialog. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende heutzutage. Wir haben eben nun mal leider wachsende Vorbehalte, auch in unserer Bevölkerung, in manchen Teilen Deutschlands vielleicht mehr als in anderen. Und da hinzugehen und zu sagen, gerade die Frauen, die das tun, die sagen, ich bin Muslima, haben sie Fragen? Da gibt es ja eine richtige Aktion. Das finde ich ganz großartig, denn wir wissen, auch aus der Geschichte heraus, da wo man sich kennt, da wo man miteinander redet, da entstehen auch viel, viel weniger Konflikte.